Hi Leute, willkommen bei BK Investiert. Heute wollte ich euch mal zeigen, wo ihr Bitcoins kaufen und auch wieder verkaufen könnt. Dazu habe ich zwei Plattformen mal hier vorgestellt. Warum zwei? Naja, von der einen bin ich von der Sicherheit auf jeden Fall extrem überzeugt und bei der anderen ist halt für mich die Geschwindigkeit irgendwo ausschlaggebend. Und deswegen stelle ich euch hier zwei vor. Es gibt auch noch wahrscheinlich noch viele, viele andere, aber ich nehme mal die, die ich jetzt persönlich immer verwende. Und ja, das wollte ich euch einfach mal hier vorstellen. Und natürlich, was jeder dann selber für sich und wo er dann kauft und verkauft, muss natürlich jeder selber wissen. Aber das sind so meine Favoriten, die ich jetzt mittlerweile so für mich entdeckt habe. Und die seht ihr auch unten in der Beschreibung, die haue ich euch ein. Könnt ihr euch mal anschauen bei Interesse. Also hier Bitpanda, ehemals Coinemail, beziehungsweise gehört ja eigentlich noch. Und hier kaufe ich eigentlich. Und zwar ist hier der Vorteil, du kannst hier mit Sofortüberweisung die ganze Geschichte machen. Und ja, das ist einfach super schnell. Ich meine, man geht da rein, macht die Sofortüberweisung. Gut, man muss natürlich aufpassen, da dieses Unternehmen hier in Österreich seine Konten hat, ist quasi die EU-Auslandsüberweisung limitiert wahrscheinlich bei vielen Konten. Ich habe meine ein bisschen aufstocken lassen, weil mich das dann nervt, immer bloß so kleine Beträge mir zu kaufen in dem Fall. Und da muss man ein bisschen drauf achten. Das ist so das Einzigste, was ich immer sagen muss, weil es einfach keine deutschen Konten sind, wobei man das ja eigentlich, ja, muss man einfach wissen. Okay, genau, also hier mit Sofortüberweisung. Ihr habt die Bitcoins innerhalb von Sekunden auf dem Konto und könnt sie sofort losschicken, irgendwo hin. Auf Bitpanda würde ich auf jeden Fall schon mal keine Coins liegen lassen und auch nicht lagern. Die haben zwar eine Wallet, also ihr könnt dort Bitcoins theoretisch lagern und liegen lassen. Zu Wallets mache ich aber nochmal ein extra Video. Schaut da einfach nochmal hier in die Playlist rein, wo auch das Video drin ist und dann findet ihr das. Das ist quasi bei mir BK Investiert Tipps. Und ja, dort sind auch das Wallet-Video quasi drin. Gut, also hier zu Bitpanda, das gibt es schon ein bisschen länger. Die haben bieten immer so die gängigen Coins an, sage ich mal. Die haben eigentlich, ja, ich sag mal, keinen großen Wechsel. Die haben immer so die Haupt-Bitcoin, haben sie ja schon ewig drin. Und ja, das ist ja eigentlich ziemlich cool, weil hier ist man wirklich einfach ganz, ganz schnell an diesen Bitcoins dran. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen ins Backoffice, weil ich bin ja hier angemeldet. Genau, könnt ihr hier natürlich ein bisschen sehen, was ich gemacht habe. Ja, zeige ich zwar eigentlich immer ungern, weil das geht eigentlich niemandem was an im Prinzip, aber ist ja auch eigentlich wurscht. Genau, ja, viel kompliziert ist das eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, was man beachten muss, ist einfach die Verifizierung. Die muss man hier machen, aber die ist mit dieser App ID Now wirklich einfach. Also es ist bei anderen, muss man da irgendwie seinen Ausweis, ein Foto machen und hinschicken und was weiß ich alles. Das funktioniert zwar auch, aber ich finde das gerade hier bei Bitpanda mit dieser App ID Now wirklich geil gelöst, weil es einfach innerhalb, ich sag mal, also bei mir hat es 5 Minuten gedauert und ja, dann bist du durch und sofort verifiziert, ohne dass du jetzt stundenlang warten musst. Also das geht auch rund um die Uhr. Wirklich coole Geschichte. Kann ich nur jedem empfehlen. Genau, also hier kaufe ich die und hau die auch, man sieht es, ich habe nichts drauf bei mir, hau die auch sofort wieder runter, weil ich hier nichts drauf lagern werde, was ich auch generell jeden, egal was für eine Plattform ihr nutzt, also ob das jetzt zum Lagern, zum Kaufen, zum Verkaufen ist, schaltet in den Sicherheitseinstellungen immer diese 2FA-Zertifizierung ein, also diesen Google-Authentifikator oder was auch immer, da gibt es noch Authy und keine Ahnung, andere Programme, wo man eben diesen Code einscannen kann, um quasi ja, sich auch nochmal abzusichern, also nochmal einen zweiten Step. Wenn man jetzt seine E-Mail und sein Passwort eingibt, dann ist man nicht sofort drin, sondern dann kommt nochmal ein kleiner Step, da muss man dann auf sein Handy gehen und die Nummer eingeben, die dort steht, die wechselt alle, ich glaube, 60 Sekunden und in der Zeit muss man halt dann die Nummer eingeben und das ist halt ziemlich cool, weil wenn jetzt doch mal jemand gehackt wird oder gefischt wird und das Passwort wird geklaut quasi, dann kann sich ja irgendjemand einloggen und das ist halt nicht gerade lustig. Und ja, ich habe erst letztens, kann ich euch noch kurz erzählen, eine kleine Geschichte, wobei es ist eigentlich keine, ja gut, das habe ich jetzt verwechselt mit einem Märchen, das ist schon eine Geschichte, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe letztens erst bei mir in der Gruppe gelesen, also nicht in meiner, in einer anderen, auf jeden Fall war da einer drin, der hatte wohl geschrieben, er hatte auf Xapo, Xapo kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, weil das Ding ist, glaube ich, staatlich, soweit ich das weiß, und da muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall.
ist dort jemandem Geld abhanden gekommen und das nicht gerade wenig. Also er hatte da 48 Bitcoin, das ist ungefähr von dem Wert von 100.000 Euro. Also wir reden hier von 100.000 Euro. Also das ist richtig viel Geld. Und er hat auf jeden Fall dort Bitcoins gekauft bei Xapo. Und kurze Zeit später hat er wieder in sein Konto geschaut und das wurde schon auf zwei verschiedene Wallets geschickt und die Kohle war einfach weg. Und höchstwahrscheinlich war der Fehler daran, dass er einfach sein Konto nicht geschützt war und sich jemand eingehackt hat oder er hat sein Passwort gefischt oder was auch immer. Er hat auf irgendwelche E-Mail-Links geklickt. Das ist immer ganz gefährlich mittlerweile im Internet. Das ist wirklich krass, was da abgeht. Also ich würde ja, ich sage immer meine Oma oder so, ich würde denen gar nicht mehr das Internet zutrauen, weil die lassen sich ja von hinten bis vorne verarschen. Da kennt sich ja keiner mehr aus. Ich meine, die junge Generation jetzt, die damit aufwächst, die haben es schon schwer, aber ich denke, da wissen die meisten, okay, E-Mail immer mit Bedacht. Immer vorsichtig, bevor ich auf einen Link klicke von irgendeiner Seite, die ich kenne, gebe ich es lieber oben im Browser ein, da bin ich sicherer, als auf diesen dämlichen Link zu klicken. Und ja, das ist einfach so gefährlich. Und deswegen hier nochmal der Appell: Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Es bringt euch nichts, wenn ihr hier Bitcoins kauft und die Kohle ist dann nachher weg. Also hier ganz sehr auf Sicherheit achten. Das ist wichtig. Gut. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen über Sicherheit, sondern eigentlich eher hier über Kaufen und Verkaufen. Aber das gehört irgendwo mit dazu, finde ich. Also gerade wenn jetzt jemand mein Video anschaut und der weiß nicht, wie er Bitcoins kauft, dann weiß er wahrscheinlich auch nicht, dass solche Sachen möglich sind. Oder viele vielleicht nicht. Ich sage jetzt nicht alle, aber einige wissen das vielleicht nicht. Okay, aber jetzt gehen wir weiter, wo ich meine Bitcoins höchstwahrscheinlich irgendwann mal, weiß es nicht, momentan auf jeden Fall nicht, weil langfristig gehe ich da von dem steigenden Kurs aus, deswegen, aber Bitstamp ist hier ziemlich gut, sage ich mal, was die Sicherheit angeht und was auch die Anonymität angeht und deswegen würde ich hier immer auf Bitstamp Sachen verkaufen und deswegen, ja, also ich würde das hier machen, im Prinzip, weil es einfach, ja, sicherer ist. Man hat ja wirklich auch sehr viele Sicherheitsstufen drin und die Limits sind auch ziemlich krass hoch. Also von daher, man hat hier wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten in andere auch zu gehen, aber Bitstamp ist eins von die wirklich stabilen Exchanges, sage ich jetzt mal, wo man wirklich Bitcoins kaufen und verkaufen kann. Okay. Ja, das war es eigentlich hier. Zählt natürlich genau das gleiche auch wie bei Bitpanda. Man sollte hier wirklich gucken, dass man da sich verifiziert auch und natürlich diese Sicherheitszertifizierung, diese 2FA, dieser zweite Step quasi, dass man den auf jeden Fall mit reinnimmt, dass man hier safe ist, habe ich hier genauso gemacht. Also immer absichern das Ganze. Genau, hier verkaufe ich dann quasi oder werde ich später mal verkaufen. Und genau, Bitpanda nutze ich momentan zum Kaufen. Was natürlich jeder selber draus macht, ob er sich hier dann anmeldet oder nicht, muss natürlich jeder selber wissen. Ich mache das, werde das hier machen auf den Plattformen und ja, bin auch momentan ganz zufrieden. Ich habe zwar jetzt hier selber noch nichts verkauft, aber ich kenne sehr, sehr viele, die hier schon ein- und verkauft haben. Auch sehr, sehr große Summen und von daher habe ich da überhaupt gar keine Bedenken, dass das nicht funktionieren sollte. Weil klar, wenn man es selber ausprobiert hat, kann man natürlich eigentlich nicht sagen, dass es funktioniert, aber da ich das aus sicherer Quelle weiß, kann ich das hier bestätigen und ja, warum soll ich mir jetzt Bitcoins auszahlen? Macht gar keinen Sinn. Was will ich mit der Fiat-Währung? Ich bleibe natürlich hier in Bitcoins drin. Ist für mich persönlich viel lukrativer. Okay, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zum Kaufen und Verkaufen. Also hier nochmal ganz klar, Bitstamp kann man auch kaufen. Aber geht halt nur mit SEPA, also könnte ein bisschen dauern, quasi 3 Werktage oder so, bis man da die Bitcoins kriegt. Und ja, manchmal, bei mir muss halt manchmal schnell gehen, manchmal sehe ich, okay, der Bitcoin-Preis stürzt gerade ein, so wie jetzt die letzten Tage, mal eben um 30% und da muss ich natürlich zuschlagen und da kann ich nicht warten, bis hier die SEPA-Überweisung da ist. Da nehme ich dann doch lieber Bitpanda, hau die Kohle rein und dann habe ich sofort, auch wenn ich hier ein bisschen vielleicht Gebühren zahlen muss, die haben einen anderen Kurs vielleicht, aber der ist minimal und das nehme ich in Kauf dafür, dass ich ja, zu einem günstigen Preis kaufen darf und das nicht erst in 3 Tagen hier warten muss, bis das Geld da ist. Was die Auszahlung angeht, das, da habe ich jetzt nicht so das Problem, da kann es ruhig ein bisschen dauern. Aber gerade wenn man so, sage ich mal, timingmäßig einkauft, ist das schon ziemlich wichtig, eben das relativ schnell zur Verfügung zu haben und dafür ist Bitpanda auf jeden Fall die richtige Adresse. Okay,
das war es soweit zum Kaufen und Verkaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr davon mitbekommen wollt. Und dann wünsche ich euch noch was, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.